und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Empyreon mit dem Leplappi alias Ananas und dem Voltron alias Micha. Und der Sonne, wo wir gerade schön drauf zusteuern. Erstmal scannen. So, weiter geht's. Wir sind gesprungen. Anderes Sternensystem, was ist denn das da? Achso. Ja. Okay. Aber hier sehe ich nichts. Feuer. Oh, doch, da ist einiges. Ich checke mal. Also ich scanne, es bleibt nichts auf. Nein, du bist ja noch an der Sonne. Du musst erstmal Karte aufmachen. Von der Sonne musst du dann erstmal zu einem Planeten aufspringen. Ich check gerade mal, was auf diesem Planeten so am passieren ist. Hier, jo. Wo nehmen wir den? Ja, es ist doch erstmal kurz einen Check machen hier. Okay. Das sieht doch interessant aus. Was ist da? Titan. Ach, geh doch mal. Ja, Übersicht. Satium brauchen wir nicht. Pentoxid hätten wir nochmal. Gold gibt's hier. Einen Goldasteroiden, das klingt doch mal gut. Fliegen Sie doch mal nach Itetvi. Itetvi, das ist der grüne ganz oben, ja. Genau, und da zum, weiß ich nicht, zum Mond 1. Jetzt haben wir Ziele. Ziel erfassen. Itetvi, Mond 1, ja. Falsche Richtung. Da ist der. Und okay. Attacke. Attacke. Eieiei. Holla, holla, hey. Da ist er ja. Ui. Goodie. Scan. Ping. Achso, Waffen sind an. Lichter sind an. Alles an. Passt. Schildern. Weil ich nicht wissen, was das da ist in 4 Kilometer. Irgendwas Rotes. Egal, ansonsten wird es halt bespuckt mit ein paar Kügelchen. Also den Mond anfliegen brauchst du nicht, gell? Du musst nur scannen und mal auf die Karte gehen. Und erstmal gucken, was das da ist. Genau. Ein Prometheum Storage. So, schnell ein paar. Kannst du kurz mal stehen bleiben? Ich stehe doch. Also ich bin nicht mal auf dem Gas. Ich mache mir gerade hier mal ein paar. Das ist gut so. Marker, you know what I mean? Mhm. Weil ich habe gelernt, weißt du? Mhm. So, mache ein paar Markierungen, ja. Haben wir das schon? Gas Refinery haben wir hier. Prometheum Storage. So. Hey, das wäre voll. Ganz kurz einen Augenblick. Das wäre in Ordnung. Nein, nicht bewegen. Entschuldigung, ich habe vergessen, Alt zu drücken. Ich wollte einmal mich umschauen. Mhm. Wie es hier denn ausschaut. Mit nahegelegenen Planetchen. Ja, so sehe ich aber nicht auch aus, wenn ich blau bin. Nicht bewegen. Wir kommen nur der Sonne irgendwie näher. Nee. Eher unwahrscheinlich. Ne, jetzt treiben wir ab. So, jetzt kannst du dich wieder bewegen. Wo willst du hin? Ich hab mich mal entkoppelt. Da können wir leichter aufklären, wa? Ja, wo soll man denn hin? Sag mal halt. Sucht euch was raus. Am besten natürlich die, ne? Prometheum-Storage. Mir ist egal wo. Die Asteroiden-Entdeckung. Was passiert denn hier bei den Storage? Rot.
Oh, unser Schiff schließt. Oh, apropos, das bringt mir gerade was ein. Unser Schiff ballert das Ding an, ne? Sind wir schon so nah dran? Ja. Ein Kilometer. Na dann, aber das schießt doch nicht auf einen Kilometer. Das ist höchstens mal in der Sonde oder sowas zu nahe gekommen wahrscheinlich. Ne, der schießt drauf. Jetzt bin ich auch ein Kilometer mit Kanone? Ja, jetzt bin ich rangeflogen. Ich weiß nur nicht, auf was der da schießt. Auf die Türme oder was hat der Türme? Ja, ne? Weiter hat der Tote da. Ja, dann ist das wahrscheinlich irgendwas Zirax-mäßiges oder das ist wieder eine POI. Also sprich NPC, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird sich's nicht lohnen, da jetzt drauf zu gehen. Nee, jetzt ist es eh leer radiert, da ist nichts mehr. Fliegt mal hier in 4, irgendwas Kilometer hin, mal gucken, was hier ist. Was ist das denn hier? Ein Pirat, ein Harkon Sunseeker, keine Ahnung. Ja. Gefährlich? Nö, ne? Nö, nö. Solange du nicht zuerst angreifst, also später werden Piraten mal gefährlich wahrscheinlich. Aber zuerst müssen wir unsere Quest noch abschließen. Dazu müssen wir mit den Piraten noch befreundet sein. Oder neutral zumindest. Ach, da ist noch so ein Cargo, okay. Wieso, wie viel Gewässer gibt es denn da noch? An der Waschfeuer oder wie? Also sehr viel? Ein paar gibt es schon noch. Die Polaris-Quest, die hauptsächlich. Oh, ich habe den Goldplaneten schon, Asteroiden schon gefunden. Ja. Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Da, wo ich bin. Da habe ich schon Marker. Gut. Brauchen wir noch was? Also das war das Wichtigste jetzt hier. Gold ist ja im Moment eh das Wichtigste, aber es ist definitiv nicht alles, was hier gibt. Promethium, Pentaxid, Eisenkupfer, Silizium braucht kein Mensch mehr. Kobalt im Moment auch nicht. Datium haben wir auch mehr als genug. Ja, Promethium, Pentaxid halt. Das sind die Energiereserven, ne? Promethium ja. Standard, Pentaxid zum Springen für die Schilde. Ja. Ich guck gerade mal, ob ich den vielleicht direkt hier sogar spotten kann. Würde ich sagen, dann suchen wir den noch eben. Ah, wenn es überall anders auch. Das Gold war hier definitiv das seltenste. Ansonsten ist Erestrom und Tascosium, was uns noch interessiert. Ja. Gibt's das hier? Hier im, also im System habe ich noch nicht geguckt, aber hier im Planeten, also hier an dem Mond, gibt es nur das Gold, was mich jetzt gerade direkt bewegt, sozusagen. Gut, aber wo bist du denn oben? Ich check so lang mal einfach ein paar andere Planetchen noch. Alles gut, ich bin halt da. Ich habe irgendwo Tascosium. Da gibt es Erestrum, das ist schon mal gut. Nützt uns aber nichts, wenn es nicht auch Tascosium irgendwo gibt. Zehn Kilometer bin ich bei dir. Neodymium gibt es hier auch. Dann würde ich sagen, können wir auch mal eine Quest noch fortsetzen, wa? Mhm. Und wenn wir finden, noch ein paar Basen auseinander pflücken. Mhm. Die wir dann vielleicht beklauen können für unsere USS Raven. Oh, hier gibt es noch mehrere Dinger mit Gold, ist ja geil. Cool. 6 Kilometer. Okay. Ich lande dann kurz wieder auf die. Denk mal bitte dran, dass du dich ausrichtest. Ein bisschen auf 180 und O drücken, ja. Hab ich oder schon. Was an. Nee, 180 hast du bestimmt noch nicht. Ich hab O gedrückt. Ja, aber auf 180 musst du noch gehen.
bist unterwegs, ich bin bei O. Wenn du da bist. Ja, ja. Wenn ich ankomme. Irgendwann mal. Dass ich dann vernünftig landen kann. Und ich komisch hier draufstehen muss, weißt du, wie meine ich. Aber der Micha kann das ja auch mal probieren, wenn er gerade da ist. Ne? Was denn? Den Abbaulaser zu bedienen. Okay. Und wie? Du gehst, du drückst P. Du kommst ja ins Menü. Dann gehst du auf, Moment, ich muss gucken, Objekte oder Geräte, ja. Bin bei dir. Hab O gedrückt. Hab ich. So, dann suchst du unter Ernte. Müsste das sein. Oberkategorie Ernte auf der linken Seite. Ach, das hat der hier natürlich nicht, ist klar. Und da müsste es den Multiturm geben. Kategorie Ernte. So, warte. Oh, nicht so schnell. Oh, hat sich schön auf 180 ausgerichtet. Sehr gut. Ja. Das freut mir doch. Jalla, jalla. So, warte mal. Nicht ausmachen, verdammt. Frau und Alter. Ernte. Und die Kategorie, was ist das, Ernte? Ernte und dort müsste Multitore oder sowas stehen oder Multiturm oder Geräte. So, erfolgreich gelandet. Nee, finde ich nicht. Warte kurz. Dann geh mal kurz raus aus P. Sag das sofort. Oh, jetzt ist Kasa drin. Mann! Warte, Geräte, Ernte, sagst du, ne? Ja. Bohrerlafette? Ja, genau. Macht Sinn, gell? Und dann auf Aktivieren und auf Einsteigen oder so. Oh, ich ernte schon. Ja, lass das doch mal an Micha machen. So besser, das macht der Beifahrer. Ja, ja, ich wollte nur gucken. So. Ja, hast du das auch mal probiert, das ist gut. Ja, ich bin draußen. Du sitzt hoffentlich. Ich sitz, ja. Gut, weil ich habe mich kurzzeitig bewegt nach vorne. Also, wie aktiv ist. Mhm. Ja, und dann Zugriff. Ja, nicht durchschießen. Du musst schon die gelben Bereiche anzielen, anvisieren. Das Gelbe ist das Gold. Das andere ist nur Stein. Wenn der Kaiser sich ein bisschen bewegen muss, weil du, weil es bei dir nicht mehr in Reichweite ist, sagst du Bescheid. Ja. Genau. Oh, sieht gut aus. Rauf ein Stück. Ne, rechts von dir ist auch noch was. Achso. Sehr gut. Ich nehme mal an, Kaiser, du fliegst in der. Ja, es ist ja gerade im Stream. Da außen an sich. Ja, das sieht man am besten. Aber du kannst ruhig noch ein bisschen höher. Du. Ja. Er kann gerade schießen und ein kleines bisschen neigen noch. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Und das meiste kann er nach oben und rechts, links machen. Ja. Aber ich warte halt auf Kommandos. Ja. Als eingespieltes Team sind Kommandos nicht mehr gut, nicht mehr unbedingt notwendig. So wie du und ich.
Einfach langsam rumfliegen, alles weg. Was? Was? Kann er schon mal gucken? Was sagt er denn? Ja, so Asteroidenbergbau lohnt sich schon. 1600 Gold. Haben wir schon. Passt ja. Das war, glaube ich, 1 zu 1, ne? Bei Gold, oder? Oder 10 zu 1. Ne, 5 zu 1. 5 zu 1 manchmal, ja. Ein Stück runter. Ah, stopp. Komplettes Sack. Ich glaube, jetzt müsste es gewesen sein. Oben links ist noch ein bisschen was, siehst du? Ja, da ist. Ja. Stopp. Weg. Da ist schon mal ein Schiff innerhalb von Sekunde gestoppt. Also ich noch nicht. Probier's mal. Ah, warte. So, noch einmal Ecuador hier halt rumrum und dann sollte eigentlich das gewesen sein. Hier ist nichts mehr. Guti. So, dann ist die Frage, können wir jetzt nochmal Erest rum besorgen? Oder fahren wir zu den nächsten zwei Goldasteroiden? Wir können den nächsten Goldraum, wo es bist. Ja. Ich guck mal, was hier in 8 Kilometer jetzt entfernt ist. Achso, da kann ich ja eigentlich den schon mal wieder die Markierung entfernen. Oho. Ja. Existiert. Sollen wir die neue drauf machen, ne? Ach, gar keine mehr. Ach doch, brauchen wir ja, warte mal. Soll das wieder zurückgehen? Das war das, genau. Nee. Oder passt. So. Achso, du kannst wieder reinkommen, na klar. Wie? Wieder auf P? Oder? F drücken, glaube ich, müsste reichen. Einfach F drücken. Oder Escape. Ja, passt schon. Irgendwie sollte das rumpumuckeln, ne? Und Kasa, du kannst mal, wenn du Vollgas gegeben hast, mal Steuerung oder Kontrolle drücken. Und dann? Und dann die Taste loslassen. Ja, weiß ich. Achso. Meinst du den Tempomaten? Wenn ich es jetzt genau. Mal. Genau. Den Tempomaten, da wusste ich. Das ist entspannt. Da kann was ist das denn hier? Kolonisten Sigma Station. Interessant oder nicht interessant? Auch interessant auf jeden Fall. Feindlich nein. Aber. Plünderfähig unbestimmt. So. Dann würde ich sagen, geh mal in Karte oder willst du noch weiter erkunden? Guck mal jetzt, was da ist, da haben wir noch 10 Kilometer, 13. Weißt du, was da ist? Nichts Interessantes mehr. Ach, hier ist kein nichts mehr, oder was? Nichts, was mich noch reizen würde, ne. Kein Goldplanet mehr? Nee. Ach so, Gold okay. Wäre jetzt... Ne, müssen wir weiterspringen zu einem grünen Planeten. Und Pentaxid war jetzt überlegen. Zastosium, ja, findest überall anders. Genau. Für Erestrum müssen wir Alpha 88224. Das ist so ein grüner. Ja, hier. Nee, warte unten. Achso, ja, gut. Verzögerung. Ziel erfassen. Wo ist er? Es sind aber nur die Vorkommen im Orbit, ne? Also Planetar habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Achso, warte mal, du bist da gerade Planetar. Ja. Warte mal kurz. Moon 1. Planetar. Da gibt's tatsächlich Zaskosium und Erestrum. Okay, aber Zirax sind auch unterwegs dort. Ist doch nicht schlimm. Oh, da gibt es auch Zaskosium. Oh, gibt es einiges an Zaskosium und der Rest rum? Komm, oh. Wir gehen mal hier Planetar jetzt drauf, da. Mir jetzt wurscht. Ich habe jetzt Bildschirm übertragen, dass du damit siehst. Nee.
Wir gehen ins Planetar, ist mir wurscht. Na gut. Dann schlagen wir, gucken wir einmal, was da so ist. Dann hauen wir einmal ein bisschen um uns herum, wenn es sein muss. Würde ich sagen. Und. Oh! Aber die Folge endet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Und auf jeden Fall beim nächsten Mal wird es mehr Action geben, weil dann gucken wir, was auf diesem Planeten ist. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao, ciao.